Hallo, gleich neben der Piratenpartei Köln ist heute die Piratenfraktion NRW bei der Gamescom, beziehungsweise wir stehen vor Eingang Ost der Gamescom in Köln und versuchen hier ein bisschen aufzuklären, und zwar zum Thema Online-Zwang. Wir wollen darstellen, dass wir gegen Online-Zwang sind bei Singleplayer-Spielen und machen da auch ein bisschen Druck hier und verteilen auch ein paar schöne Mauspads zu dem Thema. Und außerdem geht es uns natürlich um Datenschutz. Free-to-Play-Spiele und andere Spiele sollen natürlich keine Daten der Nutzer sammeln und diese verwerten, anstatt einfach nur durch den Preis des Spieles zu verdienen. Und wir sind hier auch, um zu zeigen, dass Computerspiele Kulturgut sind. Wir haben uns hier als Piratenfraktion dafür eingesetzt, dass Computerspiele auch zum Kulturgut zählen in Deutschland und in NRW. Und dafür machen wir hier ein bisschen Stimmung. Was hältst du denn vom Online-Zwang von Spielen, wenn man als ein Singleplayer online sein muss, obwohl man das gerade gar nicht braucht, dass es online ist? Ganz ehrlich, also wenn ich offline spiele, dann spiele ich offline, dann hole ich mir, ich spiele zum Beispiel jetzt Xbox One, da bezahle ich auch für mein Live, aber zocke dann halt auch nur online. Wenn ich jetzt, sage ich mal, offline spiele, dann brauche ich es nicht, dann zocke ich einfach online. Zwang ist da eigentlich gar keiner, nur es geht halt so weit, dass mittlerweile gar keiner mehr offline zockt, dass alles nur noch online gemacht wird. Gibt auch welche, die verderben dann einen den Spaß dabei, dass man gezwungen wird, dieses Live zu kaufen, egal was man spielen will. Das ist halt ein kleiner Nachteil, aber das ist halt normal in der ganzen Industrie. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Free-to-Play-Spiele oder auch andere Computerspiele auf Handys und Rechnern vielleicht eure Daten verwenden, um damit noch zusätzlich Geld zu verdienen? Ist das für euch eine Sache, über die ihr nachdenkt? Die denkt man jetzt eher weniger nach. Die ist zwar irgendwo am Rande bekannt, aber man denkt da nicht drüber nach. Ich glaube, man blendet es so ein bisschen aus. Es ist nicht gut, aber man blendet es irgendwo im Hinterkopf dann aus, leider. Ja, also es ist ja meistens so, dass man, wenn man ein Spiel sich spielen will, dann muss man auch der AGB zustimmen. Und ich denke mal, 80% lesen sie sich nicht durch. Und ich denke, das ist einfach ein Fehler. Genau da steht sowas drin, dass die halt einfach Geld damit machen. Oder manchmal sagen sie es auch gar nicht. Und das, ich finde einfach, das passt nicht. Was hältst du davon, wenn Singleplayer-Spiele Online-Zwang haben, sodass man online sein muss, obwohl man gar nicht online spielt? Das finde ich scheiße. Also allein schon, wie man es gesehen hat bei Skyrim. Skyrim ist ein cooles Spiel. Das spiele ich jetzt noch. Aber ich würde mich freuen, wenn ich so ein Skyrim mit einem Freund spielen könnte, aber nicht den Zwang habe dazu. Wieso wollen die uns einen Zwang aufdrängen, ne? Die Piratenfraktion hat sich dafür eingesetzt im Landtag, dass Computerspiele auch zum Kulturgut zählen in Deutschland. Ja. Ist das für euch relevant? Ist das gerechtfertigt? Ja, definitiv. Also ich muss sagen, Computerspiele sind ein Kulturgut. Es ist mit der Entwicklung der sozialen Medien auch. Und ich finde, sie sind sehr wichtig in Deutschland. Das waren wir aus Köln. Das waren Statements von Gamescom-Besuchern zu unseren Themen. Und immer dran denken, dein Spiel gehört dir.